Feature-Termin. Am 1. Februar würde Günter Eich, einer der bekanntesten Hörspielautoren überhaupt, 100 Jahre alt. Eich stand selbst dem Massenmedium Radio eher skeptisch gegenüber. Zwar bot es ihm finanzielle Sicherheit, aber sein Herz schlug für die Lyrik. Er war Gründungsmitglied der Gruppe 47 und ihr erster Preisträger. Mit Gedichten wie Inventur stand er für die Kahlschlagpoesie, den literarischen Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg. Es waren jedoch seine meist in traditionellem Ton gehaltenen Hörspiele, die Geschichte schrieben. Träume von 1951 etwa löste einen Skandal ohnegleichen aus. Dabei hatte Günter Eich nichts weiter getan, als kurz nach dem Krieg Katastrophengefühle in magisch unheilvollen Traumbildern wieder aufleben zu lassen. Eine Familie, die im dunklen Güterwaggon reist und niemals ankommt, Menschen, die von Termiten innerlich ausgehöhlt werden. Ich bin Schriftsteller. Das ist nicht nur ein Beruf, sondern die Entscheidung, die Welt als Sprache zu sehen. Als die eigentliche Sprache erscheint mir die, in der das Wort und das Ding zusammenfallen. Aus dieser Sprache, die sich rings um uns befindet, zugleich aber nicht vorhanden ist, gilt es zu übersetzen. Wir übersetzen, ohne den Urtext zu haben. Die gelungenste Übersetzung kommt ihm am nächsten und erreicht den höchsten Grad an Wirklichkeit. Günter Eich, Gespräch der Schweine. Szenen aus dem Nachlass. Eingerichtet und begleitet von Karl Karst. Ein wenig, so heißt es bei Novalis, ist jeder Fluss der Acheron. Die Ströme der Unterwelt sind das sinnvollste Bild für die Verbundenheit des menschlichen Schicksals mit dem Wasser. Charon, der finstere Fährmann, setzt die Abgestorbenen über den Acheron. Sie müssen ein Fährgeld dafür zahlen. Deshalb legte man den Toten eine Münze unter die Zunge. Das Wasser des Acheron sind die Tränen, die auf der Welt geweint werden. Und seine Wellen werden bewegt von den Seufzern der Mühsal und dem Schluchzen der Trauer. Mit Tränen und Seufzern wollen die Lebenden den geliebten Toten doch in ihrer Welt zurückhalten. Aber der Nachen des Charon setzt über Tränen und Seufzer hinweg. Das Wasser reinigt, sagt man, und es klärt. Es ist das Element, das die Freiheit will und immer nur Freiheit. Es fließt dahin, geht Widerständen aus dem Weg, indem es sie umschließt. Es ist gleichmütig und zugleich ist es bewegt. Es füllt jede Untiefe aus
und dennoch bleibt es sich treu, nimmt jede Senke, jede Höhe auf und ist bei aller Veränderung stets es selbst. An einem dieser Gewässer, einem stillgewordenen zudem, treffen sich Juana und Pedro. Sie befinden sich in Brasilien, fernab von jeder Zeit. Und eigentlich ist auch der Ort nicht wirklich bekannt. Juana und Pedro sind ein Liebespaar. Und also ist es kein Wunder, dass ein Wunder geschieht. Es ist gerade so hell, dass ich meine, ich könnte die Sterne sehen, wie sie sich in deinen Augen spiegeln. Hörst du nichts? Ja. Ich meine nicht die Froschmusik. Was hast du, Juana? Deine Augen sind nass. Nichts. Hörst du nicht diese Musik? Nein. Vielleicht täusche ich mich. Es wäre gut, wenn ich mich täuschte. Wie meinst du das? Ich habe Angst, Pedro. Halt mich fest. Angst? Wovor? Vor dieser Musik, die ich höre. Sie kommt vom Fluss her. Ich höre nichts. Wer könnte es auch sein und was ginge es uns an? Mich ginge es an. Mein Vater ruft mich so. Dein Vater? Ja. Du sagtest immer, du hättest keine Eltern. So wie Menschen Eltern haben, habe ich keine. Mein Vater ist der Fluss. Kann es eine schönere Jugend geben, so sagte sich Emil oft, als die am Ufer eines großen Flusses? Gibt es ein zauberhafteres Spielrevier als die Schilf- und Weidendickichte, die Mücken- und Kaulquappengründe der Altwasser, den Deich, an dessen Hang die Mäuse huschen, die Buhnen, auf denen man bis in den Strom hineinwandern kann, und an deren Spitze die Wasser strudelnd sich brechen und vorbeischießen. Die Rauchfahne der Schlepper wirbelt dunkel einher. Und neben dem schweren Ruderbalken der Kähne ist bunte Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Manchmal winkt ein Kind vom Schiff. Und man beneidet es. Ich bin am 1. Februar des Jahres 1907 in Lebus geboren, einer winzigen Stadt, die heute an der deutschen Grenze liegt. Von den Hügeln des linken Oderufers sehe ich über den Strom hinweg mein Geburtshaus im jetzigen polnischen Gebiet. In verschiedenen Einöden, Dörfern und Städten des Landes Brandenburg wuchs ich auf. Günther Eich, der Juana und Pedro erfand, ist in der Nähe des Wassers geboren, an einem jener Flüsse, die wir wirklich nennen, an der Oder. An ihr liegt die kleine Stadt Lebus, 11 Kilometer nördlich von Frankfurt an der Oder, dort, wo sich der Fluss über weite Flächen in Altwassern verläuft, jenen gleich, an denen auch Juana und Pedro sich befinden. Dein Vater ist der Fluss?
Ich habe es dir verheimlicht. Der Fluss. Ja, Pietro. Mein Gott, was höre ich da für merkwürdige Dinge? Nicht wahr, Juana, du erzählst mir Märchen. Ich möchte so gern bleiben, Pietro. Es ist doch alles Unsinn, nicht wahr? Oder hast du Fieber? Vielleicht lässt er mich etwas länger draußen. Juana, sprich vernünftig. Du willst dich über mich lustig machen, so etwas gibt es doch gar nicht. Du musst ab und zu an mich denken. Juana, und du? Ich vergesse dich. Ich bin kein Mensch. Was bist du dann? Ein Nebel über dem Fluss. Oder eine Wolke. Ich halte dich fest. Hier bleibst du. Jetzt ist es ganz still. Liebst du mich? Ja. Ja, ja. Es verwirrte mich sehr, als mir eines Tages der Fährmann erklärte, wie die Schleppschiffe sich fortbewegten. Wenn ich ihn recht verstand, lag also auf dem Grunde des Stromes eine lange Kette, die von der Quelle bis zur Mündung reichte. Und diese Kette wurde über die Schiffe geleitet, wo sie sich um Trommeln schlang, die von den Maschinen des Schiffes bewegt wurden. So zog sich das Schiff gleichsam an der Kette flussauf. Diese lange Kette schien mir ungemein verwunderlich und war mir lange Zeit ein Gegenstand der Neugierde. Ja, ich konnte es vom Ufer aus sehen. Über die Schlepper lief wirklich eine Kette. Aber was war das kurze Stück, das ich erblickte, gegen ihre gewaltige verborgene Länge? Ein wenig empörte mich die Vorstellung, denn das war doch so, als habe man den Fluss wie ein Haustier an die Kette gelegt. Den großen, mächtigen Fluss. Musste er sich das wirklich gefallen lassen? Mein Lebensziel war es, Kutscher zu werden. Als ich jedoch lesen gelernt hatte, verwirrte sich mir dieser klare Weg über der Lektüre von Meyers Konversationslexikon, dem gewichtigsten Buch, das mein Vater besaß. Die Welt war koloriert und verworren, das schloss ich aus diesem Wunderwerk. Leider fehlten die Bände von R bis Z. Hier hat meine Bildung noch heute empfindliche Lücken. Gott sei Dank, dass das alles nicht wahr ist. Gott sei Dank, dass ich ein Mensch bin. Du hast mich erschreckt, Juana. Eine Laune. Du musst entschuldigen, ich verstehe mich selbst nicht. Ach, Petrus, es ist so schön, dass ich ein Mensch bin und dass wir uns lieben. Hörst du das? Ja. Wie merkwürdig. War da nicht eine Stimme? Nein. Ich habe nichts gehört.
Mir ist so merkwürdig zumute, Pedro. Jetzt habe ich wirklich Angst. Eine furchtbare Angst. Ja, Vater, ich komme. Was redest du da, Juana? Pedro. Juana? Wo bist du plötzlich? Ich sehe dich nicht mehr. Hier, Pedro. Ich bin der Nebel über dem Fluss. Die Wolke vom Mond. Günther Eichs Vater Otto Eich war Landwirt, dann Gutsverwalter, schließlich Buchprüfer und Steuerberater. Die Mutter Helene, geborene Heine, war 27 Jahre alt, als sie Günther gebar. 11 Jahre später, schon am Ende einer entbehrungsreichen Kriegszeit, sollte sie sterben. Briefstelle. Keins von den Büchern werde ich lesen. Ich erinnere mich an die strohumflochtenen Stämme, an die ungebrannten Ziegel in den Regalen. Der Schmerz bleibt und die Bilder gehen. Mein Alter will ich in der grünen Dämmerung des Weins verbringen, ohne Gespräch. Die Zinnteller knistern. Beug dich über den Tisch. Im Schatten vergilbt die Karte von Portugal. Er war ein stiller Mann. Er war ein Aufrührer. Er hat Bakunin geliebt. Ilse Eichinger, seine Frau. Geduldig war er mit allem Schwachen, ungeduldig mit Gott und der Biologie. Er war unfähig zur Rivalität. Er konnte es nicht ertragen, dass er etwas besser kann als die anderen. Jahre einholen, mit Lassos aus Häkelgarn, nachgedunkelt, Spinnweben, die Zunge des Wolfs, blaues Marienkleid, die Verwandtschaft des Lehrers. Clemens Eich, der Sohn, liest Günther Eichs Gedicht über Miriam, die kleine Tochter. Verzwirnte Jahre, Lesejahre, Spinnweben und nachgedunkelt, Briefschaften im Schnee, Pappteller für Bienen. Er konnte so schön Orangen schälen. Es hat alles besser geklappt, wenn er etwas in die Hand genommen hat. Er war ein sehr praktischer Mensch. Diese merkwürdige Mischung aus ungeheurer Sensibilität und einer großen Zähigkeit. Er hat sich nicht weich machen lassen. Und dir über den Rücken folg ich den Lesezeilen, den Häkelzeilen. O Fallada, mein Pferd, mein Gänsekiel, meine Blume, den eingeholten Lassos. Sie haben ihn in seiner Bewusstlosigkeit an Kanülen und Schläuche gelegt. Ich habe gebeten, bei ihm bleiben zu dürfen. Man hat Nein gesagt. Ich habe gesagt, er wird alles herausreißen, wenn er allein in der Nacht aufwacht. Und er hat alles weggerissen. Als ich am nächsten Tag zu ihm kam, waren die Wände mit Blut bespritzt. Miriam hat mir ein Haus gebaut aus Bananen und Wachstuch. Da bleibe ich, da
da erwarte ich alles. Scrabble und Atemnot, Labskaus und jedes andere Gericht, auch das jüngste. Man wollte ihn in eine Nervenklinik bringen. Da habe ich ihn einfach wieder mit nach Hause genommen. Bevor er aufstand, hat er sich aufs Bett gesetzt. Und wir haben beide eine Zigarette geraucht. Der Pfarrer hatte keine Zeit vor Weihnachten. Da ist der Bruder unseres türkischen Mädchens eingesprungen. Vor der Einäscherung hat der Türke seine muselmanischen Gebete gesprochen. Ja, er war immer ein kleiner Chinese. Die Gleichgültigkeit einüben. Die Erde ist fest, sagt man, und schwer. Sie ist das Element, das die Ruhe will und nur die Ruhe. Dem Flüssigen gibt sie die Form, dem Beweglichen Raum. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Der Boden, in dem sich wurzeln lässt. Nahe an der Erde befinden sich auch Alpha, Beta und Gamma. Sie sind Schweine, so behauptet Günther Eich, doch ebenso gut könnten sie Hühner sein oder Menschen. Alpha, Beta und Gamma leben in Koben. Dort werden sie gefüttert, dort schlafen sie, dort zeugen sie Nachwuchs. Was jenseits ihrer Koben liegt, gehört in das Reich jenes großen Wesens, das ihnen Rätsel ist. Mich hungert. Mein Trog ist voll. Wir bekommen Futter. Ich bekam keines. Du weißt, was das bedeutet. Ich weiß, was es bedeutet, kein Futter zu bekommen. Hungert es dich trotzdem? Warum sollte es mich nicht hungern, wenn mir eine große Freude bevorsteht? Bist du sicher, dass es eine große Freude ist? Ich bin sicher. Wovon sprecht ihr? Du bist jung und du nimmst alles hin, wie es die Jugend hinnimmt, als selbstverständlich. Aber nichts ist selbstverständlich. Ich verstehe euch trotzdem nicht. Waren wir nicht 5 zu Anfang? Jetzt sind wir nur noch 3. 2 Koben stehen leer. Ja, 2 von uns sind fort. Sie sind fort und kommen nicht wieder. Aber du bist ungenau. Wie sollte ich genauer sein? Das große Wesen, das uns Futter bringt, öffnete den Koben und nahm die Schwarze mit sich fort. Ich habe nicht darauf geachtet. Und dann? Dann hörte man einen Schrei. Einen schrecklichen Schrei. Warum hat die Schwarze geschrien? Ja. Und warum ist sie nicht wiedergekommen? Und es war bei der Dicken ebenso. Und war so, als man die Ferkel nahm. Man hört die Verschwundenen schreien und sie kommen nicht zurück. Und sie wurden nicht gefüttert, bevor sie verschwanden. Was bedeutet das? Im Grunde ist alles geheimnisvoll. Das Stroh, worauf wir liegen, und der Trog, in dem man uns Futter gibt. Die Zärtlichkeiten des Ebers und die Jungen, die wir werfen. Aber es kommt mir vor, als wären das alles kleine Geheimnisse, die sich von selbst erklärten, wenn wir das Große verstünden. Und welches ist das Große? Dass wir verschwinden. Wir verschwinden nicht. Nur du verschwindest. Ich heute?
Eher später. Woher willst du das wissen? Ich meine, es gehört zu unserem Leben, dass wir verschwinden. Wie die Schwarze, wie die Dicke, wie der Eber, wie alle, die wir gekannt haben. Der Gedanke, dass ich auch verschwinden soll, gefällt mir nicht. Du verschwindest von hier. Aber weißt du, wo du sein wirst? Vielleicht bist du lieber dort als hier. Mhm. Du wirst das bald wissen. Vielleicht ist das andere besser. Aber das Ungewisse macht mir Angst. Ich bin gewiss, dass wir nur darum da sind, um zu verschwinden. Das ist unser eigentliches Ziel, unser höchster Augenblick. Ich verstehe euch nicht. Sind euch das Stroh und der Trog nicht gut genug? Wir wären wohl zufrieden. Aber offenbar hat das große Wesen noch anderes mit uns vor. Nur weiß ich nicht, ob es besser ist als Stroh und Trog. Ich habe eine Ahnung, was es sein könnte. Das Bessere? Erinnert euch, dass das große Wesen nicht allein ist. Es gibt noch andere seinesgleichen. Erinnert euch an die Tage, wo wir den Stall verlassen haben und unter den Bäumen waren, in der Sohle und im Gras. Habt ihr nicht Wesen gesehen, die ihm ähnlich waren? Ja, ich erinnere mich. Es kann sein, aber was soll uns das? Ich ahne, dass der große Augenblick der ist, wo wir in seinesgleichen verwandelt werden. Wir verwandelt in das große Wesen? So wirfst du mir vielleicht morgen das Futter zu? Vielleicht. Wie könnte man die Freundlichkeiten des großen Wesens anders erklären? Es ist eigentlich unseresgleichen. Deshalb hegt es uns. Deshalb sind wir ihm nahe. Deshalb gibt es uns Stroh und kocht uns den Brei. Weshalb aber haben alle geschrien, die verschwunden sind? Sie schrien vor Glück. Oder vor Entsetzen. Nein, ich glaube nicht, dass wir in das große Wesen verwandelt werden. Ich glaube, dass etwas Entsetzliches mit uns geschieht. Was gibt es, was entsetzlich ist? Wenn ich eines wüsste, wüsste ich alles. Dennoch, ich habe eine Ahnung davon. Erinnert euch, dass wir bisweilen Angst haben. Und wir wissen nicht, wovor. Jedenfalls doch davor, dass sich das Leben verändert. Ich fürchte, das ist es. Das große Wesen ändert unser Leben. Deshalb haben sie alle geschrien. Es muss ein Schmerz sein. Das hieße, dass uns das große Wesen übel wollte. Wie kannst du das meinen? Kann es gut zu uns sein, nur um uns übel zu wollen? Sollte es uns füttern, nur um uns zu täuschen? Nicht wahr, das ist unsinnig. Wenn es sich nicht um uns kümmerte, ja, dann hättest du vielleicht recht. Aber kann die Güte einen anderen Grund haben als ich selbst? Es klingt alles richtig, was du sagst. Und dennoch glaube ich dir nicht. Denn ich habe einen Grund dagegen. Sag ihn. Das Würgen in der Kehle, das du spürst, wie wir alle. Es ist der Hunger. Du spürst es auch, wenn du satt bist. Es ist immer da, wenn das große Wesen da ist. Ich bin gewiss, dass die Wahrheit in der Angst beginnt. Es gibt auch die Angst, die sich irrt. Seid still! Hört ihr es nicht? Schritte. Es kommt! Es kommt. Und die Tür wird sich öffnen. Und dann ist der Augenblick ganz nahe, wo ich alles weiß. Denkt daran, wenn ihr mich schreien hört, dass es das große Entzücken ist, das mir die Kehle frei macht von aller Angst. Steck den Kopf in das Stroh, damit du nichts hörst. Das Stroh verschließt die Ohren schlecht. Hast du sie schreien hören? Oh, sie hatte recht. Und ich auch.
Jetzt weiß ich es. Ihr habt beide Unrecht. Aber das große Entzücken ist viel weiter weg als dort, wo wir die Schreie hören. Wir bleiben im Stroh und am Trog. Friss weiter. Es ist noch genug da. Alle hier vorgebrachten Ansichten setzen voraus, dass wir wissen, was Wirklichkeit ist. Ich muss von mir sagen, dass ich es nicht weiß. Wir wissen, dass es Farben gibt, die wir nicht sehen, dass es Töne gibt, die wir nicht hören. Unsere Sinne sind fragwürdig, und ich muss annehmen, dass auch das Gehirn fragwürdig ist. Nach meiner Vermutung liegt das Unbehagen an der Wirklichkeit in dem, was wir Zeit nennen. Dass der Augenblick, wo ich dies sage, sogleich der Vergangenheit angehört, finde ich absurd. Ich bin nicht fähig, die Wirklichkeit so, wie sie sich uns präsentiert, als Wirklichkeit hinzunehmen. Wirklichkeit, so wie Eich sie erkennt, ist eine andere, als die Dinge sie uns zeigen. Es ist die innere Wirklichkeit des einzelnen Menschen, sein Traum, seine Imagination, seine Fantasie und, wenn man so will, seine Wahrheit. Ich will mich auf der anderen Seite nicht als einen Narren hinstellen, der nicht weiß, dass man sich an einem Tisch stößt. Ich bin bereit, mich in diesem Raum einzurichten, aber ich habe etwa die Schwierigkeiten wie ein taubstumm Blinder. Ich schreibe Gedichte, um mich in der Wirklichkeit zu orientieren. Ich betrachte sie als trigonometrische Punkte oder als Bojen, die in einer unbekannten Fläche den Kurs markieren. Erst durch das Schreiben erlangen für mich die Dinge Wirklichkeit. Sie ist nicht meine Voraussetzung, sondern mein Ziel. Ich muss sie erst herstellen. Das Feuer verzehrt, sagt man, und schenkt Wärme. Es ist das Element, das zerstört, um Neues entstehen zu lassen. Es verleiht Kraft, sofern man es zügelt. Den einen blendet es, dem anderen spendet es Licht. Auch Jogodaik, der Indianer, lebt mit dem Feuer. Er weiß von seiner Macht und er weiß auch von seiner Gefahr. Ruiz, der Weiße, kennt ebenfalls den Nutzen. Er hat das Feuer gebändigt, glaubt er. Was soll das singen? Sie flehen die Sonne an. Sie flehen die Sonne an, die nicht scheint. Scheint sie eine Weile, dann flehen sie den Regen an, dass er kommt. Der Mais verfault oder verdorrt. Ist das ein Unterschied? Was du mir gibst, ist gut zu trinken. Was bedeutet es, Jogodaik, dass eure Krüge oft leer sind und eure Kinder hungern? Ihr seid nicht faul. Nein, wir sind nicht faul. So, denke also nach. Wie sollte die Welt anders sein? Sie ist so, und deine Zunge ändert sie nicht. Meine Zunge nicht. Aber du selbst kannst sie ändern. Denke. Wenn du einen Hirsch geschossen hast, lebt ihr im Überfluss. Ein andermal esst ihr Gras.
Hier lebt bloß bis zum Sonnenuntergang. Man muss wissen, was morgen ist. Was für schlimme Gedanken du hast. Schlimme. Morgen ist nichts anderes als heute. Sagtest du das am Tage, bevor die Schlange deinen Sohn biss? Morgen kann immer das Schlimme sein. Man muss es abwenden. Du hast mehr als ein Kind. Noch zwei. Und bald ein drittes. Auf das dritte. Trink. Jogodeig. Wie will man es abwenden? Es gibt Menschen, die anders leben, als ihr lebt. Du warst schon einmal bei uns. Und es gingen welche mit dir. Sie kamen nie zurück. Warum sollten sie zurückkommen? Sie lassen euch durch meinen Mund rufen. Warum, sagen sie, sollen wir zurückgehen dorthin, wo wir mühsam jagen und mühsam ein Feld bestellen müssen? Trink, Jogodeig. Gibt es keine Schlangen dort? Sterben die Kinder nicht? Keine Schlangen. Und ihr lebt in Hütten, die nicht aus Stroh und Zweigen sind. Ihr lebt mit vielen zusammen und erfahrt täglich Neues. Ihr braucht nicht zu roden, nicht zu pflanzen und nicht zu jagen. Bekommt für eure Arbeit alles, was ihr für euch und eure Kinder braucht. Kein schwaches Maisbier trinkt ihr, sondern von diesem. Ich will, dass Manda und meine Kinder glücklich sind. Ich will nicht gehen. Trink, Jogodeig. Was du mir gibst, ist gut zu trinken. Es ist schwer, dir zu erklären, was Geld ist. Siehst du? So sieht es aus. Kann ich es essen? Du bekommst dafür, was du essen willst. Wie unbequem. Nein. Du überredest mich nicht. Trink. Jogodeig, trink. Botschaften des Regens, Nachrichten, die für mich bestimmt sind, weiter getrommelt von Regen zu Regen, von Schiefer zu Ziegeldach, eingeschleppt wie eine Krankheit, Schmuggelgut dem überbracht, der es nicht haben will. Was mir am meisten auf der Welt zuwider ist, sind meine Eltern. Wo ich auch hingehe, sie verfolgen mich, da nützt kein Umzug, kein Ausland. Kaum habe ich einen Stuhl gefunden, öffnet sich die Tür und einer von beiden starrt herein, Vater Staat oder Mutter Natur. Ich werfe einen Federhalter, ganz umsonst. Sie tuscheln miteinander, sie verstehen sich. In der Küche sitzt der Haushalt, bleich, hager und verängstigt. Er ist auch ekelhaft. Manchmal tut er mir leid. Er ist nicht mit mir verwandt, ist aber nicht wegzubringen. Jenseits der Wand schallt das Fensterblech, rasselnde Buchstaben, die sich zusammenfügen, und der Regen redet in der Sprache, von welcher ich glaubte, niemand kenne sie außer mir. Eine halbe Stunde habe ich Freude an Literatur. Die Kinks, denke ich, sind so viel besser als die Dave Clark Five. Aber plötzlich kommt sie wieder, mit blutverschmiertem Mund und zeigt mir ihr neues Modell. Alles zweigeteilt, sagt sie, ein Stilprinzip, Männchen und Weibchen. Fällt dir nichts Besseres ein, frage ich. Du nicht so, alter Junge, sagt sie. Hier, die Gottesanbeterin. Während sein Hinterleib sie begattet, frisst sie seinen Vorderleib. Pfui Teufel, Mama, sage ich, du bist unappetitlich. Aber die Sonnenuntergänge, kichert sie. Bestürzt vernehme ich die Botschaften der Verzweiflung, die Botschaften der Armut
und die Botschaften des Vorwurfs. Es kränkt mich, dass sie an mich gerichtet sind, denn ich fühle mich ohne Schuld. Ich spreche es laut aus, dass ich den Regen nicht fürchte und seine Anklagen und den nicht, der sie mir zuschickt, dass ich zu guter Stunde hinausgehen und ihm antworten will. Ich versuche mich zu beruhigen und will meine Bakunin-Biografie um ein paar Zeilen weitertreiben. Da hat dich der Marx aber ganz schön fertig gemacht, Michael Alexandrowitsch, sage ich laut, und schon steht Papa im Zimmer. Er fieselt an einem Rekrutenknochen. Ich ziehe unter seinem misstrauischen Blick den Staatsanzeiger über mein Manuskript. Du singst zu wenig, sagt er, und ich merke es, als er wieder draußen ist, dass er mein Portemonnaie mitgenommen hat. In der Küche weint der Haushalt ohne Hemmung. Ich mache die Augen zu, stopfe mir die Finger in die Ohren, mit Recht. Die Luft ist quirlig, sagt man, und voller Leben. Sie ist das Element, das alles erfassen und überall sein will. Ihr Ort ist oben. Selten kommt sie zur Ruhe. Sie berührt alles mit gleicher Hand, macht keinen Unterschied, verweilt nirgends länger als kurz. Fassen lässt sie sich nicht, und nichts kann sie halten. John und Mildred sind luftige Figuren. Nichts ist greifbar an ihnen, nichts wird erklärt. Einen Ort haben sie nicht. Woher sie kamen, bleibt ungesagt. Es sind, soweit wir wissen, Eichs letzte Figuren. Eine Frau, ein Mann, in absurd anmutender Umgebung. Abgestürzt in mehrfachem Wortsinn. Kurz vor dem Verschwinden. Man weiß nicht, wohin es geht. Und dennoch, man geht. Sie fragen nie, wie es mir geht. Wie geht es Ihnen? Danke für den Whisky. Wie viel ist noch im Laden? Keine Sorge, das reicht. Überschätzen Sie es nicht, mein Konsum. Trotzdem. Außerdem Gin, Wodka, Champagner. Der Laden ist gut. Warum bringen Sie mir nie Champagner? Die Ausscheidung, Mrs. Miller. Und Champagner verträgt sie nicht mit Whisky? Ich vertrage alles. Außerdem haben Sie wieder Mrs. Miller gesagt. Einen Cent ins Sparschwein, John. Mr. Sykes, bitte. Mr. Sykes. Trinkst du gar nichts, mein Held? Danke jetzt nicht. Und sagen Sie bitte nicht mein Held. Sei nett zu mir. Wir sind aufeinander angewiesen. Sie sind auf mich angewiesen. Ich bin nicht so sicher. Mir macht es nichts aus, zu krepieren. Mir auch nicht. Es ist schön, mit Menschen zusammen zu sein, die ebenso denken wie man selber. Ich bin auch nicht aus Stein, wenn du das denkst. Doch. Natürlich könnten wir beide da sitzen und weinen. Ich heitere dich doch auf, nicht wahr? Was hast du in dem Bündel da versteckt? Ein Jammer, dass ich nicht selber in den Laden gehen kann. Übrigens tut mir jetzt mein Knöchel wieder weh. Wann kriege ich meine Spritze? Kannst du jetzt kriegen. Und bitte nicht wieder intramuskulär. Ich bin kein Arzt. Aber du bist der Einzige von uns, der ein Taschentuch hat. Hier hinein, bitte. In die schönen blauen Streifen. Da hinein. Au! Aber für einen Anfänger nicht schlecht. Hast du noch besondere Wünsche? Ich gehe jetzt in den Laden. Weißt du, was das Schlimmste war? Das Schlimmste war, dass du mich rausgezogen hast. Ich wollte gar nicht gerettet werden.
Ausgerechnet mich ziehst du raus. Ausgerechnet Mrs. Miller. Was ist denn nur in diesem Bündel drin? Brot und Leberpastete. Willst du etwas essen? Geh mir weg mit deiner Leberpastete. Was hast du in diesem Bündel, John? Nichts Besonderes. Es ist ein grässlicher, verkohlter Kopf! Hast du spioniert? Spioniert. Bloß um mich zu erschrecken? Ich will diesen Kopf nicht in der Nähe haben. Bring ihn weg. Ich will ihn hier behalten. Ein Andenken. Andenken? Hast du kein Gefühl? Doch. Nimm bitte Rücksicht auf mich. Meine Verlobte. Wir wollten in Kopenhagen heiraten. Hör auf! Gestern. Oder heute. Ich finde meinen Kalender nicht mehr. Sicherlich im Laden. Kann schon sein. Sind wir nun 6 Tage hier oder 7? Ist mir egal. Bring deine Verlobte weg. Bist du sonst nicht so empfindsam? Ich bin sehr empfindsam. Wir hatten ein Haus am Skagerrak gemietet. Wie ich dich kenne, hast du auch noch die Miete vorausbezahlt. Du kennst mich. Teuer. Ist das wichtig? Es ist wichtig. Keine Ahnung mehr. Sagen wir $1,000? So viel bestimmt nicht. Sagen wir trotzdem $1,000. Oder 100. Oder 25. 1,000! Hör mal, John. Was? Ich gebe dir die $1,000. Du bist verrückt. Möglich, aber du kriegst $1,000 von mir. Unsinn. Für die Miete am Skagerrak. Hier, nimm. Es ist mir wichtig. Im Laden gibt es alles umsonst. Ich will nichts umsonst. Ich will alles bezahlen. So viel hast du gar nicht. So viel habe ich gar nicht. Du ahnst ja gar nicht, wie reich ich bin. Ich habe 4 Millionäre beerbt. Psst. Was denn? Ein Flugzeug? Nein. Müsste doch jede Nacht kommen. Fliegt vielleicht zu hoch. Hat der Pilot nicht gesagt, dass er von der Route abweichen würde? Das habe ich nicht gehört. Ich hab's gehört. Suchen werden sie uns schon. Und nach 6 Tagen nicht gefunden? Vielleicht schon aufgegeben. Das hoffe ich. Sie sind ein merkwürdiges Tier. Kann schon sein. Sie wollen nicht gefunden werden. Will ich nicht. Wenn ich das wüsste. Ohne den Laden wäre alles einfacher. Ja, der Laden bringt uns um. Das verstehe ich wieder nicht. Hast du mir Champagner mitgebracht? 2 Flaschen. Das reicht. Champagner verträgt sich nicht mit Whisky. Ich vertrage alles. Mit 18 eine Flasche Whisky auf einen Sitz. Mein erster Millionär hat mich geheiratet, weil er mich bewunderte. Er war leberleidend. Ich habe immer braun-gelbe Männer geliebt. Mildred, sagte er, du bist göttlich. Eine Art Prometheus. Prometheus. Ich hielt dich für gebildet, mein Guter. Also in Stichworten Adler, Leber jede Nacht heraushacken, wächst jeden Tag nach. Erinnerst du dich? Ein medizinisches Problem. Elegant gelöst. Möchte wissen, wo die alten Götter geblieben sind. Einen weiß ich. Ein Altwarenhändler in Minneapolis. Sagte, er hieße Zeus. Und Juno? Und Leda? Ein ziemlich heruntergekommener Kerl. Sagte, er wäre was Besseres gewesen. Das sagen sie alle. Ein Zuhälter letzten Endes. Das habe ich mir gedacht. Nichts gelernt, was soll man werden, wenn die Zeiten schlecht sind? Mein zweiter Mann. Du bist mit dem ersten noch nicht fertig. Ach, sie gehen mir alle durcheinander, meine 4 Lieblinge. Und alles Millionäre? Darauf habe ich streng geachtet. Dir scheint es immer gut gegangen zu sein. Man muss Bilanzen lesen können. Außerdem Instinkt. Aber hübsch musst du doch gewesen sein. Anfangs.
Kennst du die Ungerechtigkeit, wenn die Haut faltig wird, wenn man fett wird? Was hat sich der liebe Gott gedacht, dass alle hübscher sind? Wahrscheinlich nichts. Oder er dachte, die Millionäre könnten ihm ausgehen. Ist das ein Gesichtspunkt für Gott? Er hat zu lange unter Kapitalisten gelebt. Und sterben? Und geboren werden? Was soll das denn? Und den eigenen Sohn ans Kreuz nageln lassen? Einfälle. Ich bin Muselmann. Konvertiert. Alles derselbe Unsinn. Kann sein. Kein Thema für unsere Umstände. Was wäre denn ein Thema? Schneeflocken? Wie viel Grad Fahrenheit? Könntest du nicht den Mund halten? Nein! Schweigen und gähnen. Kurzum. Was kurzum? Sag schon, was du loswerden willst. Loswerden? Zum Teufel, sag's endlich! Alle sind einverstanden. Ich bin müde. John, alle sind einverstanden. Verstehst du nicht? Sie verbrennen, sie brechen sich das Genick, sie werden gehängt, aber sie sind einverstanden. No. Sie haben die Menstruation und den Krebs, sie sind blind, taub und lahm. Aber das Regiment finden sie in Ordnung. Und immer neue Kinder, die sie süß finden und das Einverständnis voraussetzen. Und immer das Ebenbild Gottes zum Kotzen! Was sollen sie denn tun, verehrte Mrs. Miller? Sterben? Sich gegenseitig umbringen, ausgerottet werden? Schon passiert. Sie sind böse. Ja. Ich bin böse. Bilden Sie was drauf ein? Nein. Ich bilde mir nichts drauf ein. Ich werde jetzt schlafen. John, du wirst jetzt nicht schlafen, John. Ich habe Ihnen gesagt, halt den Mund. Mrs. Miller. Hast du die Explosion gehört? Es war der Motor, nicht wahr? Es war eine Zeitbombe. Du bist eine unerträgliche Person. Es war 11.25 Uhr, genau. Ich habe die ganze Zeit auf die Uhr gesehen. Ich bin jetzt erschöpft, keine Konversation mehr. Tut mir leid, du kannst jetzt nicht schlafen. Etwas Dringendes. Hm. Du musst mich jetzt umbringen. Hm. Gut wär's. Du musst mich jetzt umbringen. 11.25 Uhr im Gepäckraum, der lag günstig. Ja, ich werde dich umbringen. Hier, mein Hals. Mein fetter Hals. Du musst fest zudrücken, aber es geht bestimmt. Hast du schon jemanden umgebracht? Denk an deine Verlobte. Schwein, fester! Ich will nicht leben, John, bitte. Warum wollen denn alle leben? Mach dir keine Gedanken, komm, drück zu. Du bist ein Schwein. 66 Passagiere, von denen 65 leben wollten. Important persons. Kinder waren auch dabei. Du bist ein Schwein! Das ist schon gesagt, ist längst akzeptiert, mein Retter, mein Held. Im Laden muss doch ein Küchenmesser sein. Oder ein Hammer. Es ist doch alles im Laden, wenn dir deine Hände zu schade sind und wenn du das Schwein nicht berühren willst. Und so kurz vor der Hochzeit und die Flitterwochen am Skagerrak, ist das alles kein Grund? Ich war's. Ich. Mrs. Mildred Miller. John. Ich kann nicht. Mein vierter Mann hatte einige Menschen umgebracht. Er sagte, es sei ein Genuss. Nein. Ein Genuss war es nicht. Ich spare dich auf für den elektrischen Stuhl. Ich habe gute Rechtsanwälte. Und dann der lange Prozess. Nein, nein, das ist mir nicht sicher genug.
mildernder Umstände, meine Unzurechnungsfähigkeit, die ist nachweisbar. Und es müsste ein Flugzeug kommen. Aber es kommt kein... Psst! Sei still. Aber warum, John? Ich habe gesagt, du sollst still sein! Los, wir gehen. Gehen? Wohin denn? Da. Dort. Whisky mitnehmen. Kein Whisky. Je weniger wir haben, desto besser. Und du? Nimmst auch nichts? Nur den Kopf. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht gehen. Komm. Wohin willst du denn? Da. Das Verzwickte unserer Situation ist es, dass die Antworten da sind, bevor die Fragen gestellt werden. Ja, dass viele uns wohlgesinnte Leute meinen, da es so gute Antworten gäbe, sollte man auf die Fragen überhaupt verzichten. Man verzichtet also, und die Antworten tummeln sich und wachsen kräftig heran. Sie läuten uns morgens schon wach, essen Vollkornbrot und atmen richtig, blasen Märsche, brennen Weihrauch und tragen rote und andersfarbige Fahnen. Nein, ich bin nicht auf Antworten aus, sie erregen mein Misstrauen. Ich optiere für die Frage, für die Kritik, für einen Typus von Schriftsteller, der Fragen und Infrage stellt. Um die Kritik der Macht geht es darum, ihrem Anspruch, das Ja zu verweigern. Günter Eich im Gespräch der Schweine, Szenen aus dem Nachlass von Karl Karst. Es haben gesprochen Monika Barth, Ingrid Bergen, Monika Bleibtreu, Maria Kloth, Clemens Eich, Günter Flesch, Hans-Peter Hallwachs, Karl Karst, Siegfried Kernen, Hermann Lause, Torvi Müller, Erla Prolius, Christoph Schmidt und Margret Straßburger. Regie Karl Karst, das war eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 1992.